Nico Santos nach der Baby News, Hiobs Botschaft für seine Fans. Jetzt lässt Nico Santos die Babybombe platzen, der Sänger erwartet mit seiner Frau Eileen Anna Wellenbrink den ersten Nachwuchs. Doch diese Jubelnews wird direkt von einer bitteren Enttäuschung für die Fans getrübt. Nico Santos wird erstmals Papa. Im Jahr 2022 machten er und seine Liebste Eileen Anna Wellenbrink Nägel mit Köpfen und heirateten in einer romantischen Zeremonie in Spanien. Nun krönen sie ihr Glück mit ihrem ersten gemeinsamen Nachwuchs. Das machte der Sänger jetzt im Netz offiziell. Doch mit diesen Jubelnews geht auch eine bittere Enttäuschung für die Fans einher. Nico Santos, wegen der Schwangerschaft seiner Frau verschiebt er seine Tour. Für Nico Santos steht jetzt nur eines an erster Stelle, seine Familie. Mit einem Post auf Instagram macht er nun nicht nur die süßen Baby-News offiziell, er stellt auch klar, dass er sich nun voll und ganz auf die Schwangerschaft konzentrieren will. Das hat jedoch zur Folge, dass er seine Tour, die für das Frühjahr 2024 geplant war, in den Herbst desselben Jahres verschieben muss. Zwar dürfte das die Fans, die sich auf die Konzerte des Sängers gefreut hatten, ein wenig enttäuschen, dennoch zeigen sie sich in den Kommentaren unter dem Post verständnisvoll und freuen sich über das Babyglück des einstigen The Voice of Germany Coaches. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Ich freue mich unendlich für euch. Wie sollten wir Fans dafür kein Verständnis haben, wenn die Tour verschoben wird? Ihr erwartet ein kleines Wunder. Da ist so eine Tour doch wurscht. Familie ist einfach das Wichtigste, lautet nur einer der vielen positiven Kommentare unter dem Post. Bei so viel Verständnis seiner Anhänger wird sicherlich auch Nico Santos ein Stein vom Herzen fallen.